is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Übernatürliches Geschehen. Es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Während wir uns dem Ende der Zeit nähern, wird sich die Macht des Heidentums immer stärker zur Schau stellen. Heidnische Gottheiten werden ihre außergewöhnliche Macht demonstrieren und sich in den Städten der Welt zeigen. Diese Beschreibung ist schon im Begriff, sich zu erfüllen. Die Prophezeiung des Heilands über die Heimsuchung Jerusalems mit Gericht wird sich noch einmal erfüllen. Davon war die schreckliche Verwüstung Jerusalems nur ein schwaches Abbild. Im Schicksal der auserwählten Stadt können wir den Untergang einer Welt erkennen, die Gottes Gnade zurückgewiesen und sein Gesetz mit Füßen getreten hat. Zeichen und Wunder erschienen, sagten Katastrophen und Untergang voraus. Mitten in der Nacht leuchtete ein übernatürliches Licht über dem Tempel und dem Altar auf. In den Wolken war bei Sonnenuntergang das Bild von Wagen und Soldaten zu sehen, die sich zur Schlacht versammelten. Letzten Freitagmorgen, am 24. August 1906, wurde mir kurz vor dem Aufwachen eine sehr eindrucksvolle Szene gezeigt. Es kam mir vor, als erwachte ich, doch war ich nicht zu Hause. Von den Fenstern aus konnte ich einen schrecklichen Großbrand beobachten. Große Feuerbälle fielen auf Häuser. Von diesen Bällen aus flogen feurige Pfeile in sämtliche Richtungen. Es war unmöglich, die dadurch entzündeten Brände unter Kontrolle zu bringen. Viele Ortsteile wurden zerstört. Der Schrecken der Leute war nicht zu beschreiben. Furchtbare Szenen von übernatürlichem Charakter werden bald am Himmel zu sehen sein. Als Zeichen der Macht wunderwirkender Dämonen. Die Geister der Teufel werden zu den Königen der Erde und zu der ganzen Welt gehen, um sie noch tiefer in die Täuschung zu verstricken. Sie werden sie dazu drängen, sich mit Satan in seinem letzten Kampf gegen die Regierung des Himmels zu vereinen. Durch diese Werkzeuge werden Herrscher wie Untertanen gleicherweise verführt. Leute werden auftreten, die vorgeben, Christus in Person zu sein und den Titel und die Anbetung beanspruchen, die dem Welterlöser zusteht. Sie werden erstaunliche Heilungswunder vollbringen und vorgeben, Offenbarungen vom Himmel zu erhalten, die dem Zeugnis der Heiligen Schrift widersprechen. The Lord is coming.